Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt euch denken, was heute für ein Video kommt. Die Ausstellungshalle ist noch dunkel, denn draußen haben sich schon einige Leute angesammelt. Wir machen heute für euch ein Video für all diejenigen, die keine Zeit hatten, heute am Tag der offenen Tür dabei zu sein. Ne? Ich weiß nicht, was heute in diesem Video alles passiert. Wir werden den ganzen Tag mal so ein bisschen zwischendurch mit euch hier begleiten. Wie gesagt, für alle, die nicht herkommen konnten, dass wir es so ein bisschen festhalten. Wir haben hier schön vorbereitet, hier drinnen Tische zum Sitzen. Draußen ist die Pommesbude, das ganze Personal steht draußen schon und wartet quasi. Wo ich begeistert war oder begeistert bin, ist, wenn wir hier vorne mal gucken, sammeln sich schon die Leute. Ich bin, danke, Wahnsinn. Gestern standen schon die ersten 3 oder 4 Wohnmobile vor der Hütte. Also ich bin gespannt, was wir heute noch sehen und erleben werden. 21:45, dann machen wir die Pforten auf, ne? Gleich die ersten laufen hier schon rum. Wir müssen ja fair sein, ne? Um 10 Uhr geht's los, 10 Uhr schließen wir auf. So, ja, auf dem Video habe ich schon gesagt, Koch Audio kommt mit fetten HiFi-Anlagen. Leider ist mir jedes Mal der Vorname entfallen. Jetzt konnte ich mir merken, jetzt ist Sandro da. Du bist auch Geschäftsführer, Inhaber? Ja, mit meinem Vater gemeinsam. Mit deinem Vater zusammen? Richtig, führen wir die Firma. Mein Vater macht es jetzt seit über 30 Jahren, insgesamt 35 Jahre. Und ich bin seit 2022 jetzt mit in der Firma. Ja, geil. Wir haben ja schon das ein oder andere Auto von dir gehört. Muss man ja sagen, und nicht gesehen. Sehen tut man unsere Autos, hören tut man seine Autos und das nicht zu knapp. Der schwarze GTI war von den Jungs, ne? Genau, richtig, ja. Ja, nee, der Graphitmatte GTI. Stimmt, Graphitmatte, ja. Den machen wir jetzt nochmal rein, da war auch Ambientebeleuchtung und so. Aber das, was ich jetzt hier gesehen habe, ist nochmal eine Stufe geiler geworden, weil du hast jetzt so ein bisschen mit verlaufenden Farben gespielt, ne? Genau, wir sind mittlerweile von der Technik her ein bisschen weiter, sodass wir nicht mehr im RGB-Bereich sind, sondern im RGB-IC-Bereich. Das bedeutet, wir können Farbverläufe generieren, das Ganze dann natürlich auch in einem Sternenhimmel, der hier auch verbaut ist, den ihr euch auch sehr gerne anschauen könnt. Und ja, das ist so ein bisschen der Unterschied mittlerweile. Geil. Also, du bist heute den ganzen Tag hier. Wir werden im Laufe des Tages noch ein bisschen quatschen und wir machen erstmal noch ein bisschen Vorbereitung, weil in 6 Minuten müssen wir aufschließen. Was macht Holland? Ja, gucken, ne? Oder Niederlande, ne? Aus dem, ja, Holland ist auch gut. Wir sind heute mit dem Mikrocar von meinem Bruder angereist. Ah, macht der Sicherheitscheck? Ja, bestimmt. Ja, sicher, ja. 250 Kilometer sind wir schon gefahren. Meine Güte. Ja. Kleine Ecke. Klein, ja. Es macht immer Spaß. Ne? Schön, dass ihr da seid. Ja, danke schön. Moin. Moin. Bist du hier zum Gucken oder zum Probefahren oder was hast du vor? Gucken und Probefahren. Gucken und Probefahren, sehr gut. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Dankeschön. Und dann mal gucken, was wird, ne? Ja. Oder habt ihr schon eingekauft? Nein, wir sind... Ihr seid im Entscheidungsprozess. Ja. Genau, so sieht's klar. Aus. Dann viel Spaß. Ja, danke ebenso. Aber ist gemütlich, ne? Sehr gemütlich, ja. Sehr empfehlenswert, ja. Und Platz genug für 2 Leute? Sehr viel man. Platz, ja. Berg dabei, ja. Sehr schön. Sehr dann, schön, ja. Dann gute Nacht. Ja, danke schön. I'm getting good at letting go. I'm not there yet, but I know. Und, ist das der Richtige für Sie? Ja, das ist ein guter Auto. Guter Auto? Sehr gut. Das ist schon. It's fault I forgot. I don't know.
viele sind schon in den Eingang geflogen? Keiner. Keiner? Bis jetzt noch nicht, nee. Ach, du ahnst es nicht. So, ich habe jetzt meine kleine schnucklige Kamera hier. Gucken wir mal in der Werkstatt, was da passiert. Oh, ein JDM. So, was habt ihr für Fehler? Für Mängel? Schrauben nachgezogen. Ansonsten nichts. Kontrolliert. Ansonsten nichts. Ja, cool. Den habt ihr jetzt komplett aufgearbeitet. Achsen, Bremsen, genau. Alles gemacht. Achsen, Bremsen, Motor, alles okay. Gemacht. Da ist nicht der Kubota drin, da ist der Janmar. Janmar, genau. Beim Janmar bin ich fast raus. Also Janmar-Motor ist schwierig, ne? Das ist der Motor, der schwer zu bekommen ist, ja. Ja. Auch schwierig zu reparieren. Ja. Mit 12 Jahren hat er das Auto gekauft. In 3 Jahren selbst zusammengebastelt. Wie viel Kubik hat er? 486. Ja. Ja, passt noch. Länge, Breite passt auch noch bei denen, ne? Ja. Ja, müsst ihr aufpassen mit dem Führerschein. Ja. Aber dann bist du ja safe. Jo. Ja, cool. Okay. Also stand auf der Mängelliste nicht so viel drauf. Nein. Ja, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ihr habt einen wunderschönen Eixam City Sport E-Motion, sehe ich. Wie viele Kilometer seid ihr schon gefahren damit? 30.000, fast 31.000. Okay, von wo kommt ihr? Von Krombach. Krombach sind bestimmt 85 Kilometer. Oh, ich hätte 200 geschätzt. Nee. Okay, doch nicht so weit. Schon mal was repariert, selber dran gemacht? Nein, wurde mal über die Werkstatt gemacht. Okay, und wir sollen heute einmal drüber gucken. Reparaturen waren hier bei euch. Ja. Name? Ja, jetzt klingelt's. Habe ich schon mal eine Rechnung geschrieben wahrscheinlich. Richtig. Okay, dann gucken wir mal. So, ich gehe gleich in meine Werkstatt. Ich kann jetzt den ganzen Tag hier nicht verpimpeln, denn in der Ausstellungshalle warten auch noch Kunden. So, moin, von wo kommst du? Moin, von Stralsund. Stralsund. Jetzt haben wir gerade schon ein Gespräch geführt. Stralsund ist ja gar nicht so weit weg, denn ich komme aus Neubrandenburg. Ja, aber ich wohne schon ganz lange hier. Ja. Warum bist du jetzt hier? Ich wollte nur eure Fahrzeuge machen. Ich gucke mir schon immer die Videos an und jetzt habe ich gesagt, fährst du einfach mal runter. Ich habe es mir schon ein paar Mal gut, das ist immer eine ganz schöne Strecke, fast 600 Kilometer. Ja. Aber ich bin dann Donnerstag wieder losgefahren, war 19 Uhr hier. Gut. Schon eine Pommes gegessen? Ist zu früh, ne? Noch nicht. Aber ich fange gleich an. Schön, dass du es hergeschafft hast. Du hast gesagt, du kannst nicht kommen, jetzt keine Zeit. Ja, aber ich habe mir anders überlegt, ich habe mir die Zeit doch noch genommen. Und jetzt bist du hier? Und jetzt bin ich hier. Das freut mich. Ja, so. Ich habe gedacht, ich muss unbedingt daher. Ich muss dieses Auto unbedingt, ich muss daher. Wie viele Kilometer wohnst du weit weg? Ich wohne 437 Kilometer von hier. Habt ihr das gehört? Ja, 437. Du fährst die Strecke durch und suchst dein Zimmer meistens aus, ne? Genau, ich mache ein Hotelzimmer, übernachte hier und dann fahre ich wieder rein. Wir fahren den D-Track Eixam. Okay. Ja. Sehr zufrieden. Da passt der Hund prima rein. Ja. Er kann leicht einsteigen und mein Mann geht auch im Wald. Hat alle Waldgeräte, Motorsägen, Holz, alles drin. Ein Foto, 1,5 Sterholz. Super, ganz zufrieden. Sehr, schön. Sehr gut. Schön, sehr zufrieden. Wir kommen aus Bayern, zwischen Ansbach und Rodenburg. Seid ihr so weit hergekommen jetzt? Wir haben heute das Wohnmobil dabei, wir haben heute Nacht übernachtet bei Ihnen hier vor der Tür. Wisst ihr, das ist die erste Kamera hier, mit der ich klarkomme. Ich habe vorher meine GoPro gehabt, ich habe es zum Verrecken nicht hingekriegt. Deswegen gab es noch nie so viele Videos, die ich selber mache für euch. Okay. So, los schießen. Ihr habt ein Auto, wollt ein Auto. Nein, ich bin erst 13. Das ist gut, dann bestell schon mal ein. Sie will nächstes Jahr einen Führerschein für genau. Ja. Ja. Und wo kommt ihr? Vom Bad Westen. Das sagt mir gar nichts. Edersee? Ja, mein Gott, direkt. Ja. Schön, dass ihr hier seid. Ja. Ich bin auch so komisch Audi-lastig wie Sie. Das ist ja nicht komisch. Komisch wäre es jetzt gewesen, wenn der... Nein, die Marken dürfen jetzt nicht hin. Nein, ich habe einen 5-Zylinder Cabrio und... Ein 6-Zylinder Coupé Quattro. Ja, schöne Autos. Ich habe schon zu Papa gesagt, na, eigentlich ist es ja komisch, wenn ich hier das erste Auto in Eixam nehme und kein Audi. Ja, wenn es das von Audi gäbe, dann hätten wir es. Ja, genau. Dann hätte ich es auch für naja, so, so leicht Audi-lastig ist ja da vorne das Gerät. Mit einem 1,8er Turbo. Ja, guckt euch schön um. Kann wenn man denn so einen Teil machen? Ja, am Eingang melden bei Philipp. Ja. Der macht die ganzen Probefahrten. Okay. So, ihr habt eine Frage? Sag mal, die Tochter hat auch so ein Fahrzeug hier. Ihr hat Agora. Du hast ein Agora? Das ist ja unfassbar. Von wo kommt ihr? Maßberg. Du hast ja auch nicht so weit weg. Nee, ist im Weg. Ja. Und warum hast du den? Ja, für die Ausbildung. Ne? Ich mache jetzt eine Ausbildung und ich habe einen Mofa-Schein. Ja. Und dafür ist das ja top. Ne? Geil, gute Sache. Also du bist einer der wenigen Jugendlichen, die in Agora fahren, auf jeden Fall. Ja? Ja, also das haben wir gar nicht. Wirklich nicht. Nee, also, das ist cool. Die Form ist geil, die Farbe ist geil. Einfach cool, ne? Habt ihr irgendwo geerbt, gefunden? Nee, ich habe auf eBay gesucht. Ich habe mich erstmal hier
habe ich natürlich eure Videos habe ich immer geguckt. Ja, cool. Danke. Und ja, dann habe ich mich auch durch eure Videos viel informiert. Ja. Und dann bin ich zu dem Entschluss allein, dass wir viel Berge haben und der ist ja auch gut steigfähig. Ja. Und da habe ich mich dafür entschlossen, dass ich in Gerard Algoa habe. Geil. Coole Nummer. So, ich gehe jetzt einmal mit euch raus und guck mal, was da los ist bei den ganzen Leihwagen. Zack, zack, zack. So. Seid ihr schon gefahren? Ja. Und, was seid ihr gefahren? Einmal die Pritsche. Ja. Und den Kollegen hier, Elektro. Oh, okay. Ja. Gut. Hat schon einer was kaputt gemacht? Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht, okay, cool. Okay. So, ihr seid auch schon gefahren, ihr alle? Ja. Ach, bekannte Gesichter. Was machst du denn hier? Probe fahren. Ja, was fährst du denn, Probe? Wir sind Elektro gefahren und es geht natürlich um die Tieferlegungsfehler. Die ich noch nicht hab. Ah, du willst ins Auto fahren? Da bin ich ja schon. Und sag mal ehrlich, wie fährt es sich? Die ersten paar Meter dachte ich, es ist viel zu hart auf den schlechten Straßen. Aber wenn die Straßen besser werden, wir das schon in den Kurven machen. Und dann, wenn ein bisschen Topf eben ist, das ist schon... Wir kriegen bald die nächsten Prototypen, das ist noch nicht ganz, ganz fertig und dann geht's ja, los. Dann, wenn ihr die nicht mehr braucht, weil die nicht ganz fertig sind, wir nehmen die dann. Ne? Seid ihr schon gefahren? Nein, ihr wollt noch Probe fahren. Nein, ihr wollt nur Pommes essen. Guck mal, du hast doch die gebraucht. Verkaufst du die auch, diese 25er-Arzt als Wasserfahrstuhl oder sowas? Das sind alles die Krankenfahrstühle, die wir restaurieren. Die restaurieren, die verkauft ihr nicht. Nur restauriert, so können wir sie nicht verkaufen, weil sie sind wirklich im schrottwertigen Zustand, die wir dann aufarbeiten. Ah, ja. Von wo kommt ihr? Hamm. Hamm ist ja auch um die Ecke fast. Ja, ja. Ja, Hamm ist auch um die Ecke. Ja, ja. Wir haben drüben welche aus, in Halle welche aus Bayern sind angereist. Ja. 15 km/h, da brauchen wir gar keinen Führerschein, oder? Nee, bis zu 25 km/h können wir Führerschein fahren. Ja, ja, ja. Geht erstmal rein, guckt euch um und dann sehen wir uns nochmal. Ja? Okay. Seid ihr schon Probe gefahren? Ja. Ah, ihr wolltet heute zwei wolltet ihr kaufen, weil du hast Zwillinge. Ja, aber wir haben glaube ich, so eine Richtung. Deine Kinder? Ja, für Nichte, Opa. Opa. Opa muss heute dran glauben. Opa muss dran glauben. Wir essen jetzt. Ihr esst was? Ja, und dann reden wir mal. Dann reden wir und dann machen wir den Deal heute. Fertig. Kommt auf den Deal an. Kommt auf den Deal an, genau. Natürlich kommen alle haben Fragen und ich muss mal ab und zu mal kurz weg, um zu atmen. So, ein paar Parkplätze sind hier noch. Ich gehe mal mit euch bis hoch, da kommen schon die nächsten. Die Kennzeichen hier, OF. Ich kenne die ganzen Kennzeichen gar nicht. SU. Das hat sich ja so geändert mit den ganzen Kennzeichen, dass man gar nicht mehr klarkommen kann. Hallo, bis gleich. Hallo. So, OE. Olpe. So ist es klar. Hallo, bis gleich. So. Das. Irre. Danke. Und wir haben jetzt, wie viel Uhr haben wir? 6 Minuten nach 11. Heute Abend falle ich tot ins Bett. 6 Minuten nach 11 und ich habe schon mit so vielen Menschen gesprochen. Danke dafür. Noch ein paar Stammkunden? Ja, auf jeden Fall. Nee, Stammkunden ist mehr als ab 2 Autos. Darf ich vorstellen, der Nächste, der sich dafür interessiert. Okay, dann gehörst du mal zu den Stammkunden. Ja, ihr seid von, wo wart ihr nochmal? Sundern, auch um die Ecke. Okay, um die Ecke? Ich glaube nicht, er hat extra sein Auto und seine neuen Felgen dafür poliert. Den Auto hier? Ja, natürlich. Sicherheitscheck brauchst du gar nicht, ist doch neu. Ist doch egal. Geil, muss ich gleich mal draußen euch mal zeigen. Ja. Welche Felgen waren das? Die schönen türkisfarbenen. Ah ja, guck mir gleich an. Super. Ach so, ist das ein Video? Ja, was hast du denn gedacht, was ich in der Hand halte? Ich dachte, das ist für ein Foto. Nein. Ja. Wir sind gleich dabei. Zeig mal deine Felgen. Wollen wir rausgehen? Komm, wir gucken mal. Ich guck mich mal. Gehen wir mal kurz Felgen gucken. Klar, gar kein Problem. Durch die Masse. Hallo. So. Oh, die Tür ist zu eng. Ihr kommt klar, ja? So. Ich dachte, das ist eine Erinnerung. Sebastian, nicht nur rumstehen, du sollst auch arbeiten. Mach ich doch. So, hier haben wir das wird immer voller, ne? Steht ihr ganz oben? Ja, da ganz hinten. Ach, du dickes Alter, das letzte Auto. Ganz oben. Ja. Ich das gewusst hätte, wäre ich jetzt nicht mitgekommen. Ich wollte hier erstmal einen Laden stellen. Aber ging nicht. Und du willst das Auto gewinnen heute? Natürlich. Was kannst du mir kaufen, ne? Ja. So, was hast du vorhin mit den Aufklebern gemacht? Ja, da musste man neun. Ja. Das sieht doch schnieke aus, oder? Ja. Du bist einer der wenigen, die sich das trauen, so eine Farbkombi zu fahren. Ja, wenn die nicht im Angebot gewesen wäre, hätte ich mir normale geholt. Ja.
Ich weiß doch, wie ich euch kriege, ne? Mit den Farben. So. Ne, sieht echt geil aus. Doch, passt zu der Farbe. Also zu dem Titanmetallic, ne? Ja. Ein Aufkleber, sagst mal Bescheid. Da kriegst du den neuen. Danke. Ne? Okay, so. Ich muss zurück. Dann sehen wir uns gleich noch bei der Pommes. Ja. Eine Ewigkeit später. So, wir haben jetzt gleich 5:30. Es geht dem Ende zu. Ich habe ganz viele interessante Gespräche geführt. Ich habe versucht, mit meiner geilen Kamera euch ein paar Einblicke zu beschaffen, die es nicht hergeschafft haben. Vielleicht schafft es ja bei der nächsten Veranstaltung. Alle, die hier waren, nochmal einen recht herzlichen Dank. Es haben sich alle super verhalten. Und wir haben ganz viel Lob bekommen. Dafür danke. Wird man ja teilweise manchmal rot, ne? Ja. Jetzt machen wir das auch ein bisschen hier Aftershow, Abschiedsparty. Trinken noch ein, zwei Bierchen. Ich glaube, das haben wir uns jetzt alle verdient. Und danke fürs Zugucken. Und ich sag mal, bis zum nächsten Video. Ciao.